Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Yoshi und ich wünsche euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es sich um den neuesten Benny's Merch. Ihr könnt eure Autos so weiter modden. Und zwar heute ist ja hier der Neo rausgekommen. Den habe ich gerade eben auch erstmal durch den Merch gezogen. Und ihr seht, das funktioniert auf jeden Fall. Hier in der Arena braucht ihr auf jeden Fall erstmal das Fahrzeug, welches ihr halt modden wollt. Und zwar ist es bei mir zum Beispiel einfach nur der Deluxo, den ich machen werde. Außerdem braucht ihr einen gemoddeten RC Bandito und die Tuning-Werkstatt hier in der Arena. Ja, wie gesagt, ihr müsst halt in der Sitzung halt einmal im Bunker drin gewesen sein. Und wenn ihr das dann habt, fahrt ihr einfach nur hier rüber wieder zur Arena. Steigt dann einmal in das Fahrzeug ein, welches ihr dann halt modden wollt. Dann drückt ihr mal die Steuerkreuztaste nach rechts. Jetzt fahrt ihr einfach nur in die Tuning-Werkstatt rein. Und wenn wir dann gleich in der Tuning-Werkstatt angekommen sind, verlasst ihr einfach nur das Fahrzeug. So, hier. Jetzt drücken wir Kreis, gehen hier auf Fahrzeug verlassen. Dann geht ihr jetzt einmal rüber zu eurem gemoddeten oder auch nicht gemoddeten RC Bandito. Bleibt hier für ein paar Sekunden drinne und verlasst das Ganze dann wieder. Und jetzt steigt ihr wieder in euren Deluxo ein. So, jetzt kommt ein kleiner Timing-Part und zwar müsst ihr jetzt einmal die Optionstaste gedrückt halten. Und jetzt gleich lasst ihr die Optionstaste los und kurz danach drückt ihr einfach nur die Steuerkreuztaste einmal nach links. Ich mache das Ganze jetzt einmal, ich hoffe, ich hitte das jetzt direkt. Natürlich nicht. Probieren wir es nochmal. So. Ihr seht, der ist jetzt gerade aus dem Fahrzeug ausgestiegen. Wir hatten ganz kurz diese Ausfahranimation und jetzt läuft der Charakter da so ganz komisch an diesen Werkstattschrank. Jetzt seid ihr hier im Optionsmenü. Jetzt geht ihr einfach nur einmal auf Online, geht auf Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellte Jobs. Geht dann einmal hier auf Missionen und startet einen Job für einen Titan. Den Job braucht ihr jetzt nicht spielen, wenn ihr jetzt hier in den Missionsvoreinstellungen seid, könnt ihr den Job ganz einfach wieder quitten. So, hier angekommen, einfach nur Kreis und X, um halt die Mission einfach nur zu verlassen. Jetzt seht ihr, wir stehen hier so ganz komisch und laufen jetzt einmal zu dem Fahrzeug rüber, welches wir gerade eben gemoddet haben und ihr seht, es ist fertig. So, allerdings müsst ihr jetzt noch eine Kleinigkeit an dem Fahrzeug verändern. Ich würde euch empfehlen, einfach was an der Panzerung zu verändern oder sonst irgendwas. Einfach nur einmal, dass irgendwas an dem Fahrzeug geändert habt. Weil wenn ihr das nicht macht, werdet ihr das Modding wieder verlieren und dann müsst ihr den Glitch halt wiederholen. Also ihr müsst das sozusagen noch einmal abspeichern. Wir gehen jetzt hier mal auf Auspuff. Das sowas reicht natürlich einfach schon. Hier für 3000 mal eben kurz einen anderen Auspuff dran und Werkstatt wieder verlassen. So, und das war auch schon der ganze Glitch. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir bitte mit einem Daumen nach oben und einem Abo, da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut, bis bald und ciao. So Leute, im zweiten Teil des heutigen Videos geht es sich um das neue Fahrzeug, was veröffentlicht wurde. Und zwar ist das der Neo. Finden könnt ihr das Fahrzeug im Internet natürlich auf Legendary Motors. Und ihr könnt den für den stolzen Preis für 1,8 Millionen kaufen. Ob ihr das jetzt machen wollt oder nicht, ist euch überlassen. Ich finde es schon eine ganze Menge Geld für ein Auto, aber ich habe den gerade eben mal gekauft, einfach nur um euch zu zeigen, wie der ist. Und zwar steht er hier schon in Crew-Farbe und in voller Pracht. Mir gefällt das Ganze auf jeden Fall richtig gut. Der fährt sich auch gar nicht so verkehrt. Ich habe gerade eben schon mal eine kleine Runde gedreht. Es gibt jede Menge Tuning-Möglichkeiten, jede Menge Spoiler. Ihr könnt was am Dach ändern, ihr könnt was am Motor ändern. Das haben die auf jeden Fall schon richtig schön gemacht. Ja, kleine Info am Rande, der letzte Benny's Merch ist gepatcht worden. Ich warte darauf, dass was Neues rauskommt. Wenn was Neues rauskommt, werdet ihr das auf jeden Fall auf meinem Kanal erfahren. Dann werde ich nämlich auch wieder ein Video dazu hochladen. Ich muss nämlich hier die Karren auch erstmal wieder merchen. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Der fährt sich auf jeden Fall richtig gut, ist auch gar nicht so langsam. So. Fahren wir einfach bis zum Strand. Ja, klingt auch gar nicht so verkehrt. Und ja, ist auf jeden Fall ein richtig schönes Auto. Wollte ich euch einfach nur zeigen. Wenn ihr Probleme habt bei dem bei der braunen Jogger in dem Video jetzt zuvor, dann schreibt es bitte einfach mal unten in die Kommentare oder in die Community oder schreibt mich einfach persönlich an. Das könnt ihr natürlich auch machen. Das ist euch überlassen. Das war es auf jeden Fall jetzt erstmal von mir. Ich wollte euch einfach nur das Fahrzeug präsentieren. Ist ein schönes Auto auf jeden Fall. Hat sich Rockstar was Schönes einfallen lassen. Und ja, das war es jetzt erstmal. Du Penner. Ein schönes Auto. Okay, Jungs. Ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut, bis bald und ciao.